Hallo und herzlich willkommen bei Late Night EDC. Der Waldwolf hat gesagt, er möchte gerne eine Messervorstellung haben. Eine Messer-Challenge. Und wir sollen doch unsere liebsten Messer vorstellen. Wie ihr euch bestimmt denken könnt, habe ich mir sehr schwer getan, aber ich habe eine kleine Auswahl getroffen. Late Night EDC. Nach dem Intro geht's weiter. Kurz und knackig, worum soll es gehen? Es ist eine Challenge. Wir sollen so ein paar Minuten unsere liebsten Messer vorstellen. So Bushcraft-Messer, EDC-Messer. Und sollen dann halt auch noch andere Kanäle nominieren. Ja, hier natürlich ganz klare Kanalempfehlung. Waldwolf, ja. Der David, der gibt sich Mühe. Ich finde, der hat ein Abo verdient. Also guckt mal rüber, wenn es euch gefällt, macht ein Abo. Daumen nach oben und so. Diese Standardgeschichten. Ja, eigentlich habe ich mir heute vorgenommen, richtig viel Content zu produzieren. Jetzt ratet mal, was draus geworden ist. Richtig nix. Ja, waren den ganzen Tag unterwegs mit der Kleinen. So, und die Dunkelheit ist schneller gekommen, als mir lieb war. Also das Einzige, was ich gerade machen kann, ist dieses Challenge-Video, deswegen mache ich das jetzt. Alles andere muss ich dann die Woche über nachholen. Ja. Ich sage das in letzter Zeit irgendwie oft, ich weiß nicht warum. Ja. Siehst du, schon wieder. So. Dann wollen wir mal. Also fixt ganz klar hier das Sirius von Bastards Knives. Sleipner Stahl Video, Testvideo, kommt unten in die Videobeschreibung oder wird am Ende verlinkt oder vielleicht beides. Ja, also das Messer ist absolute Spitzenklasse. Es ist teuer, ja, es ist verdammt teuer, aber es ist jeden Cent wert und ich möchte es einfach nicht missen. Ich habe es wirklich ständig dabei und ja, das ist ein EDC-Messer, aber das muss sich auf keinen Fall vor irgendeinem Bushcraft-Messer verstecken. Ne? Also das muss man einfach dazu sagen. Es kann da mithalten. Ne? Trotz einer 9 cm langen Klinge, die jetzt vielleicht nicht so überragend lang ist wie ein Reini Rossmann Survival Beaver mit 14. Ihr wisst, was ich meine, ja? Oder eine Odenwolf-W-Machete. Ja, das ist ein anderes Werkzeug, dafür ist es nicht da, aber ihr wisst, was ich meine. Also damit kann man betonieren. Oh, Marcel! Damit kann man Holz spalten, batonieren, ja auch. Damit kann man wunderbar Löckchen produzieren, wunderbar schnitzen. Und generell ist es für jede Aufgabe geeignet. Ja? Einzig, was ich damit jetzt nicht machen würde, wäre groß hebeln, ja. Ansonsten wirklich ein Sahnestück. Es liegt top in der Hand. Ja? Ob Reverse Grip, ob normaler Griff. Das Jimping stoppt zuverlässig. Du kannst nach vorne greifen, bohren, machen, tun. Alles super. Super Messer. Also das ist definitiv mein Messer 2023. Also ich liebe es. Richtig gut. So. Dann kommen wir zum nächsten Messer. Das ist das Victorinox Hercules. Das würde ich jetzt in die Kategorie EDC Multitool setzen, weil wenn ich ein Multitool am häufigsten dabei gehabt habe, dann ist es das. Also da kann ich mich in jeder verdammten Lage drauf verlassen. Ich habe hier eine Säge dran, ich habe hier eine Fire End dran, ich kann damit sogar eine verdammte Weinflasche öffnen. Ich habe eine Aale, ich habe ein feststellbaren hier
Schraubenzieher in Anführungszeichen, das kann man auch als Brechstange nehmen, ne? Das ist wirklich ein Top-Teil. Ich habe eine kleine Zange, die hier mir meinen Dienst tut, in dem Sinne, was sie soll. Ich habe die gute Victorinox-Schere da dran. Ja, wo ist er? Hier. Die gute Victorinox-Schere, nicht die Wanger Victorinox-Schere. So, das ist schon ein ziemlich geiles Messer. Ein ziemlich geiles Multitool. Ja, und wenn ich sagen würde, welches Messer und welches Multitool 2023 ich am meisten dabei gehabt habe, dann sind das die beiden. Und dementsprechend muss ich die hier einfach vorstellen. Ja. So, das zu dem Thema. Multitool und zum Thema Fixed. Ein weiteres Fixed, was mich jederzeit eigentlich immer begleitet, außer jetzt gerade, weil ich gerade im Garten bin, ist das Essi Isola 1. Finde ich auch ultra geil. Also Hard-Use-Test und so. Also nein, Pushcraft-Test. Das Ding macht alles. Macht alles zuverlässig. Ich bin da zufrieden. Macht den Test auch. Zack, in die Videobeschreibung. Tut euch das Review rein. Ich habe das Ding wirklich nicht geschont. Ist eine geile Geschichte. Ne? So, und dann zu dem Kalösch, was mir persönlich immer am schwersten fällt. Ne? Klappmesser. Also Fixed und so Multitool wechsle ich relativ wenig. Ein Taschenmesser, oh, das wechsle ich fast täglich. Das ist ganz, ganz schwer. Ich habe jetzt mal ein, zwei so Every Favorites rausgesucht, wo ich sage, okay, die hast du wirklich oft einstecken. Ja? Da wäre zum einen das Bird Tern. Einhandöffnung, ja, ist also das Low-Budget-Bruder vom UKPK, denn wir haben hier keine Verriegelung, das heißt, es ist 42 Argon-Form und ja, aufgrund der Fingermulde hier an der Stelle, ja, wo man das Messer dann so greift, kann da auch nichts passieren. 8CR13 MOV hat sich als sehr, sehr brauchbarer Alltagsstahl erwiesen. Das hält eigentlich sehr gut. Ja, wir haben hier einen Halfstop und das ist auch vollkommen in Ordnung. Lässt sich super mit einer Hand bedienen. Ja, Drahtclip, ziemlich deep, nicht ganz deep, aber ziemlich deep carry. Vollkommen in Ordnung. Richtig geiles Messer. Habe ich ständig dabei, weil es einfach praktisch ist. Ne? Also klar, ich zeige natürlich auch immer mal Messer, die nicht 42A-konform sind. Aber natürlich überwiegen die, die 42A-konform sind, im Alltag. Ja, sollte klar sein. Ne? So, dann ein weiteres Messer, das habe ich immer total gerne dabei, wenn ich irgendwie essen gehe oder sonst irgendwas. Das macht einfach einen total wertigen Eindruck. Das Lion Steel Gitano. Ja, das ist wirklich ein Klappmesser. Hier spanischer Stil. Schön diese riesige Bowie-Klinge mit dem am Griffende schmaler werdenden Griff. Und die Handlage ist einfach ultra perfekt. Ja, hier in Neolox-Stahl. Und der Carbon-Titan-Variante absolut zufrieden. Richtig geiles Messer. Auch keine Verriegelung, also Slip-Joint-Folder. Ja, aber ihr hört das jetzt immer. Das ist richtig satt. Ja, absolut tolles Messer. Auch ein ständiger Begleiter, so gerade rausgehen. Und ja, wie ist es meistens, ne? Der Herr, der Taschenmesser besitzt, der schneidet natürlich damit sein Steak oder sein Schnitzel oder whatever er damit schneidet, aber er nimmt bestimmt nicht das komische Besteck da, was da einem hingelegt wird. Und da macht das einfach eine wunderbar hervorragende Performance. Das ist kein Bushcraft-Messer, genauso wenig wie das hier kein Bushcraft-Messer ist. Ja, die kann man im Alltag für ziehende Schnitte einfach wunderbar gebrauchen. Ja, das kriegst du halt mit einer Hand auf
Und das hier definitiv nicht. Ja, da ist wirklich die Rückenfeder ist zu stramm. Also wenn ich das jetzt hier, nee, da hole ich mir nur den kleinen Finger kaputt. Das funktioniert nicht. Ja. Dann eins noch aus der Kategorie. Habe ich noch eins? Ich wollte eigentlich wollte ich noch eins mitnehmen. Ich habe es verloren. Ich habe es nicht verloren, aber ich habe es nicht dabei. Zum einen, das habe ich 2022 auf der IWA entdeckt, das Ganzo Adamanti, ja, und dieses Messer, das wollte einfach nicht aus meiner Hand, gar nicht, so, und ja, auf IWA kannst du keins kaufen, das ist schrecklich, ja, das ist ja nur eine Fachmesse, das ist ja keine Kaufsmesse, so, und dementsprechend hing ich da und, da und links und rechts, so, letztlich, was habe ich gemacht? Ich habe es, während ich auf IWA war, noch bei Amazon bestellt und dann war es auch pünktlich, als ich wieder da war, war das Messer auch da. Und ja, seitdem habe ich das auch oft in der Tasche. Ist jetzt allerdings dann meistens irgendwie in der Pouch. Ja klar, ne? 42A und so. Wenn ich da jetzt nicht den Aufriss mache und noch zusätzlich ein Schloss dran und sowas. Zugriffsbereit am Körper führen ist führen. Ja, zugriffsbereit. Das heißt, rausziehen, fertig, nicht. Rausziehen, in die Hand nehmen, Reißverschluss aufmachen, wieder rausnehmen und dann kann ich das benutzen. Nein, das ist nicht führen. Laut Waffengesetz, das kann ich so nicht unterschreiben. Ja? Heißt ja auch in wenigen Zügen in Anschlag bringen. Ja? Und das ist da einfach nicht gegeben, auch wenn im Paragraph 42 auch was anderes steht. Davon ab, ich empfinde das einfach nicht so. Das ist kein Führen. Führen ist wirklich, ich habe das Taschenmesser da und habe es sofort griffbereit. Das ist Führen. So kenne ich das auch von der Waffe. Ja? Führen ist griffbereit. Aber darum sollte es ja auch gar nicht gehen. Ist aber egal. Ja, also das habe ich auch ziemlich oft dabei. Und anderer Dauerrenner ist natürlich das Sihivi Elementum. Es gibt noch tausend andere Messer, die ich euch zeigen könnte, die ich einfach nur geil finde, die ich oft dabei habe. Weil die Performance geil ist, weil die Handlage schön ist, ja? Weil die Materialien wertig sind, whatever, oder weil alles stimmt. Es gibt so viele geile Messer, einfach auch Taschenmesser. Ich weiß nicht, wie gesagt, es ist bei mir so ein, ich habe jeden Tag ein anderes in der Tasche. Und ja, was soll ich sagen, es ist halt einfach schwierig, deswegen kann ich da jetzt keine genaue Auswahl treffen, aber was ich euch sagen kann ist, ja, dieses Messer hier hat mich 2023, seitdem ich es habe, einfach permanent begleitet, genauso wie das Isula und das Victorinox Hercules. Hier, das ist auch ein Multitool-Dauerbrenner. Ja, natürlich würde ich jetzt noch das Pioneer X mit reinnehmen, auch ohne Frage, auch ein sehr, sehr geiles Multitool einfach. Ja, das hat natürlich ein paar mehr Qualitäten, wie auch immer man das nennen möchte. So, dann bin ich jetzt soweit durch mit meinen Erklärungen und habe, glaube ich, ein paar Messer gezeigt, die schön sind. Wenn ihr Fragen zu diesen Messern habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten möchte ich gerne für die Messer-Challenge noch 2-3 Kanälchen nominieren. Zum einen den Herrn Wanderkauz, ja, Philippe, ich habe schon lange kein Video mehr von dir gesehen, du musst mal wieder, deswegen bist du jetzt dran. So, das fände ich ganz nice. Ebenso würde ich gerne sehen von Blind Micha, nee, Blind EDC, Michas EDC. Das finde ich auch cool. Und von EDC Test Online. Ja, ich glaube, das sind 3 Nominierungen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Wie gesagt, die ganze Aktion kommt vom Waldwolf, nennt sich Messer Challenge. Also, worum geht es halt einfach? Vorstellen, was ihr geil findet. Keine Begrenzung an Messer, keine Begrenzung an Zeit, keine Begrenzung an, Zeit hat er gesagt, sollten nicht so 10, 15 Minuten irgendwie sowas sein. Ich glaube, in dem Rahmen befinde ich mich auch gerade. Ja, so.
jetzt habe ich lange genug gequasselt. Da noch ein Video, da noch ein Video hin. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast und das hübsche Gesicht öfter sehen willst, Abo-Button drücken, Glocke und dann seid ihr das nächste Mal auch dabei. Ansonsten schönen Abend. Tschüss. Videos nicht vergessen. Tschüss.